Herzlich willkommen, wundervolles Menschenwesen mit Lust auf Kosenamen. Ja, das ist jetzt der vierte Teil. Lass dich überraschen und du bist jederzeit eingeladen, auch deine Kosenamen hier unten in die Kommentare zu posten. Und mit etwas Glück bist du dabei. Kannst einfach nachschauen in den nächsten Folgen, ob dein Name dabei ist. Gut, los geht's gleich. Ich schiebe deswegen auch das Bäumchen auf die Seite. Und mach's dir einfach gemütlich wie immer. Lass los im Sessel oder am Bett oder am Boden oder im Freien, wo immer du bist. Schließ deine Augen und lass dich tragen von den Worten. So, ich werde beginnen mit meine Liebste. Meine Liebste ist weich und rund, egal welche Form sie hat. Im Grunde ganz einfach, voller Ja. Sexy finde ich den Moment der Öffnung. Das haut mich um, wie ein Schauerschrei ganz innen. Ich genieße das. Wenn sie schläft, stapfe ich in den frischen Frühlingsmorgen. Oder es bleibt eine Fantasie. Ja, atmen nicht vergessen. Ich lasse das auch immer gern noch ein bisschen nachwirken. Das nächste Argumentier ist Schnuffi. Schnuffi ist ein Knäuel voller Liebe. Es wufft und springt. Es kann auch Lieder singen, die aus seinem Herzen klingen. Es ist bereit. Sein Herz ist weit für diese wirklich süße Maid. Er sieht sie schon im Elfenkleid als seine Göttin, die er freit. Schnuffi ist so bunt und munter, das geht in seiner Kleidung beinahe unter. Doch innen juchzt es und schmatzt. Er ist ein urverliebter Spatz. So eifrig, frisch, so wach und elegant. Mit Gesten und in der Bewegung auch charmant. Die Worte sind in seinem lieben Leib und sorgen dort für Heiterkeit. Ob er wohl jemals ruht? Ach ja, auch das tut gut. Für manche braucht es Mut, die Stille. Frei von Wille. Und voll von Schöpferkraft, voll Lebenssaft. Er wartet und er sieht. Er ist ganz einfach da und klingt sein Liebeslied. Ja, und während du das so hörst, wo immer du bist, mit wem immer du bist, atmen. Und auch deine Geräusche, deine Töne, deine Bewegungen. Fühl dich frei, da zu sein. Dich zu spüren und zu fühlen, dich berühren zu lassen. Der nächste Kosename, Joyful Samurai. Kraft, unendliche Bewegung, zärtliche Freude im Sein. Joyful Samurai ist einfach da, in seinem Herzens Ja. Riesengroß, ein Weltenmann, der alles kann. Sein runder Nacken wird leicht steif und immer wieder ist er reif, seinen Kopf ganz flüssig zu kreisen für göttliche Ausblicke und magische Reisen. Es geht um Integration. Joyful Samurai hat viel davon. Ganz innen, wenn er innehält, ist ihm die Welt so wie vergällt. Es ist näher, wie er hier gelandet ist. Etwas, das er leicht vergisst oder deutlicher noch vermisst. Die Freude an Geborgenheit und an Empfindungen, Gefühle für sich selbst, runde Gefühle und Wundergefühle und Wundergefühle. Im Herbst ist ihm danach und er legt sich in die Farben der Blätter, der Bäume, die fallen wie Schiffchen im Wind, leicht und geschwind. Ein Drehschwindel vom Werden ins Vergehen. Das große Loslassen liegt im Zug seiner Atmung. Annehmen und loslassen.
Einatmen und ausatmen. Im Atem Gottes bewegen wir uns alle, werden bewegt, geschaukelt, gelacht und mit Glück und Liebe bedacht. Mit dem ersten Atemzug begegnen wir uns. Mit dem letzten schlüpfen wir aus unserem Körper. Joyful Samurai dehnt sich in alle Welten, erleuchtet in alle Universen hinein und bringt dich heim. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Ich freue mich so, dass du hier bist. Hinterlass deine Kommentare. Du kannst auch gerne einfach hineintippen, wie es dir jetzt geht, wie du dich fühlst. Und ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst, dann sehen das einfach auch mehr Menschen. Ich herz dich. Einen gesegneten Tag dir. Ciao.